Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde in Paper Mario. Wir stehen hier am Duellkeller und sind eigentlich relativ gut vorbereitet. Wir haben 50 Etagen geschafft, 80 Sternsplitter von 100. Da müssen wir auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht noch ein paar kriegen. Aber jetzt erstmal der Duellkeller. Und wie ihr seht, wir haben unsere Power drinne. Unsere KP plus P, damit unsere Partner so ein bisschen noch was aushalten. Noch zwei Kampfes, Wut in der Hinterhand, damit wir das noch eventuell dazu rüsten können, wenn es nötig wird. Der Geldorden, den wollte ich eigentlich ausrüsten, aber ja. Im Moment halte ich das für wichtiger, erstmal, obwohl. Wir haben am Anfang eigentlich so viel Stärke durch diese Power-Ups, dass wir eigentlich das noch nicht brauchen. Also kann ich ja die noch entrüsten und den Geldorden reinhauen. Wir haben jetzt eine Stärke plus von 1, 2, 3, 4. Das heißt, 8 Stärke plus haben wir. Für die ersten Etagen sollte das reichen. Werde ich dann aber umrüsten, damit wir die restlichen Etagen auch one-hitten können. Bam! Nagarine habe ich ausgerüstet im Falle des Falles, dass der Gegner ein Item hat, was wir stehlen könnten und uns auch bereichern könnte. Also, ihr seht, 10 Schaden machen wir mit einem Angriff. Sollte eigentlich ausreichen, um erstmal um alle Gegner zu hitten. Und wir begegnen uns jetzt mit 5 KP im Danger Mario Zustand auf den Weg nach unten. Sammeln da hoffentlich auch noch ein bisschen Geld ein. So. Bom. Theoretisch müsste ich mal gucken, ob dieser Drehangriff hier. Oh! Hoppla. Aber wir können uns hier mal. Ui, danke! Dankeschön! Danke! Okay, Dieb ist gut. Appa! Dankeschön! Wir haben den KP plus P erhalten. Super! Können wir unsere KP von unserem Partner nochmal erhöhen? Auch ziemlich praktisch. Die Partner haben, glaube ich, zwei Verteidigungen, kann das sein? So. Dankeschön. Glaub, zwei Verteidigungen haben sie und 40 HP mindestens. Habe ich das Stachelschild noch ausgerüstet? Sonst wird das jetzt ziemlich schmerzhaft. Gut, erledigt. So, komm her. Und tot. So, langsam steigen so gesehen unsere Erfahrungspunkte auch dahin. So. Blütenpunkte bräuchten wir jetzt keine, aber die Münzen auf jeden Fall. Ich weiß nämlich nicht, was ich jetzt noch gegen Ende brauche. Mensch, was Orden angeht, ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt die Orden vervollständigen können jetzt, wenn wir den Duellkeller abschließen. So, Multisprung. Da. Und erledigt. So. Okay, ich schaue gerade nochmal hier. Will euch nochmal zeigen, hier unser Ordenmenü. Ist schon sehr gut gefüllt. Hier fehlt ein Orden, den wir höchstwahrscheinlich hier unten kriegen. Dann fehlt uns noch hier ein Orden. Hier. Und einer fehlt hier. Das war das Sound-Ding, was ich eigentlich im Shop kaufen wollte. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Also müssen wir doch den letzten im Shop holen. Also, mal gucken, ob wir jetzt alle Orden, die uns noch fehlen, hier absahnen können. So. Und wir müssen die Ebene 100 erreichen. Das ist mein eigentliches Ziel. So. Aber mir ist es jetzt auch ganz ehrlich egal, ob ich jetzt hier so uncool mache. Bom, wir machen nämlich trotzdem genug Schaden. Beinahe. Ja, okay. Wie will Mario da ausgewichen sein? Er hat sich nicht bewegt. Wie will er da ausgewichen sein? Frage. Fragen über Fragen. Aber egal. Wir kriegen Geld. Ich frage mich, ob das unten dann noch weiter zunimmt. Bam.
Ich muss halt nur die KP der Gegner im Auge behalten, wie hoch die ansteigen. Dass ich dann dementsprechend auch meine Kampfrauschorden anpasse. Weil Blütenpunkte sollten uns eigentlich nicht ausgehen. Wir haben ja einmal den Orden drin und außerdem können wir unseren Blütenpunkt hier auffüllen lassen, wie blöde. Achso, stimmt, ich wollte ja testen, ob die Drehung auch so skaliert. Oh, wenn das Item trifft, habe ich ein kleines, aber feines Problem. Achso. Und, zack. Was halt blöd ist, ist für mich, dass wir, wenn wir hier runtergehen, ich nicht die maximale Stärke von 99 machen kann. Und ich weiß nicht, wie hart die Gegner ab Ebene 80 sind. Ich glaube, bis Ebene 70 auf jeden Fall geht das noch von der Story-Stärke. Aber ab dann nimmt das richtig hart zu. So. Ich mach mal Powerhauer. Powerhauer, Erdbeben. Rums. 9 Schaden auf alle, passt. Und zwei Blütenpunkte fehlen uns wieder. Ich denke mal, die kriegen wir hier gerade wieder rein. Ja, wie immer. Dankeschön. Und weiter im Takt. Ich hoffe auch, dass so ein Teleporter-Fuzzi kommt, weil bis zur Ebene 60 können wir uns einfach runterporten. Spart Unmengen an Zeit. Hoppa, hoppa, hoppa. Eigentlich könnte ich auch das Item-Ding ausrüsten. Aber nö. Meine Zinsstärke will ich jetzt auch nicht hergeben. So. Und da hätten wir schon die Ebene 10 erreicht. Ganz ohne Gegentreffer. Und ohne viele Blütenpunkte zu verbrauchen. Komm her, du Drecksack. Später muss ich aber Gambrina eh ausrüsten. Wegen, ja, dem Scan. So. Nein, Multisprung bitte. Hoppa, hoppa. Und da seid ihr down und tschüss. Ach ja, diese Kombination mit dem Kampfrausch ist echt genial. Oh, Rocky. Eigentlich wollte ich jetzt versuchen, den Stein zu chargen. Aber ich hab's verkackt. Oh, ich frag mich, ob Items die Verteidigung durchdringen. Okay, kann ich nochmal das ausprobieren. Einmal so just for fun. Nein, der Schaden wird nicht übertragen. Ja, ja, komm. Klack. So. Du darfst angreifen. Come on. Zeig mir, was du kannst. Kein Schaden. So, und jetzt geben wir... Eigentlich nur. Ich wollte eigentlich schön meine Brust an seinen Stacheln aufspießen, aber wurde wohl nichts. So. Oh, das sind aber viele Münzen. Der Geldgeldorden zeigt doch langsam seine Wirkung. So. Nein! 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 Ach, komm her. Dankeschön. Und einmal den Multisprung, auch wenn ich das hasse bei solchen hohen Gegnern. Wow, 40 Sternpunkte haben wir schon. Wenn es so weitergeht, kriegen wir bald ein Level up. Stimmt ja, ich wollte euch noch die eine Trainingsstelle zeigen. Da kann man auch am besten mit so dem Danger Mario Zusatzschaden trainieren. Aber es ist kein Muss. Ihr kriegt das auch mit einem guten Partner hin. Wenn er genug Schaden macht. Oder wenn ihr gut in Powered Out seid. Weil ihr habt dann einen Gegner, den ihr innerhalb von 1 bis 2 Zügen besiegen müsst, bevor er flieht.
Kenner des Spiels, denke ich mal, wissen auch, welchen Gegner ich meine. Ein Schwirrwarr will ich nicht. Kannst du da behalten. Oh, da oben hängt ein Spinnchen. Geht das? Come on. Come on, Baby. Ach, dann eben nicht. Na gut, dann eben nicht. Okay, dann muss ich den Multisprung machen, weil mit Erdbeben würde ich sie nicht treffen. Nein, ekelhaft. Gut. Nebel. Okay. Den Knochen kannst du vergessen. Gut, dann tauschen wir eben aus. Austauschen. Beinahe. Da steht beinahe, bevor der überhaupt uns hätte schon treffen können. So. Badum. Mach mal den Nebel weg, bitte. Dankeschön. So. Hoppa, hoppa. Doofer Nebel. So. Geld, 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 Geld. Meins. Meins, meins, meins. So, komm nun mal raus. Wir brauchen deine Unterstützung durch Diebstähle. Oh yeah. Hi, Bro. Dann zum Eingang bitte nicht, aber 5 Etagen tiefer wäre nicht schlecht. Dankeschön. Flop. Und wir sind schon bei dir. Und tschüss. Du bist tot. Oh, wir sind bei Boos. Oh, wir machen immer noch genug Schaden. Aber bei Gelegenheit würde ich gerne mal meinen Schaden noch erhöhen. So. Oh, ist das viel Geld. Geld, 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 Geld. Alles meins. Wie tief sind wir eigentlich jetzt? 21. Oh, wir haben den Schatztruhenraum Raum übersprungen. Oh yeah. Hey, Bro. Was geht ab? Kannst du mich nochmal mitnehmen? Na klar, auf geht's. Danke schön. Oh yeah, Banditos. Drecksack. So. Okay. 4 auf 1 Streich. Mal gucken. Hoppa, hoppa, hoppa. Und erledigt. Und tschüss, Banditos. Schade, dass man die KP-Werte der Partner jetzt senken könnte. Sonst würde ich das ganz locker flockig mit den Partnern machen, irgendwie. Aber, wäre aber auch blöd. Die Partner können keinen, günstigen Multi-Angriff. Da braucht man erst wirklich Sparblüte, wie blöde. Multisprung. Hoppa, hoppa. Ah, diese Höhenverschiebung immer. Und tschüss. Du machst. Haha. So. Flop. Denkst du, ich hab davor Angst? Deine komische Stachelkugel auf dem Kopf kannst du dir sonst wohin stecken. Die macht mir keine Angst. So. Dupdi-dupdi-dupdi-du, dupdum, dankeschön, 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 dankeschön. Und Abflug. So, und Bombi. Hallo Bombi. Oh, verdammt. So, Ah, Mann.
Gucken, was jetzt passiert. Daneben. Kein Schaden. Okay, diesmal darf ich aber nicht failen. Hoppa, hoppa. So, geht doch. Und nur einen Blütenpunkt. Ich brauche mehr. Na egal, weiter geht's. Oh, ein Händler. Wir sind jetzt in Ebene 30, wa? Dankeschön. So, Händler, was hast du denn im Angebot? I don't care. Und tschüss. Ach ja, ihr lila Koopas. Hallöchen. So. Okay, da hätten wir was für Diebesgut. Aber wir können es nur auf den vorderen einsetzen, verdammt. Also müssen wir wohl oder übel erstmal einen finishen und danach Diebesgut machen zu können. So. Diebesgut. Badabum. Dankeschön. Daneben. Summer. Sonst geht's noch, wa? Wir haben 150 Zuschauer. Wow. Meins. Und weiter. Nein! Gegnerischer Erstangriff. Aua. So, Multisprung. Hoppa, hoppa. Es reicht immer noch aus. Unsere Stärke. Aber ich denke mal, ich switch gleich um. Reduziere mal unser Geld, das wir verdienen. Zumindest bis zum nächsten Level-Up. Und danach kann man das ja wieder abändern. Oh, Wutbeben. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Na komm, ich versuche. Mach das so. Hoppa, 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 hoppa. Okay, ich mache das jetzt so, dass ich auswechsle. Ich brauche nämlich jetzt jemanden, der die hinteren Gegner auch treffen kann. Beziehungsweise Mario schützen kann. Weil sowas wie Wutbeben ist echt gefährlich. Da braucht man nur Glück haben, um... Und ich weiß jetzt nicht, ob die Verteidigung bei ihr Items mitberechnet wird. Deswegen, aua. Gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Weil ich ganz ehrlich, ich hatte bisher noch nicht den Fall, dass ich Items gebraucht habe. Items einstecken musste. Deswegen lieber mal Koopa raushauen. Der Koopa mit seinem schönen Panzerschild. Komm her. Och, die Anlagen sind kaputt. Und unbedingt eine neue Bühne, ha? Dankeschön und tschüss. Hey, Geld. Ganz viel Geld. So, dankeschön. 260 Geld haben wir schon. Geld, Gold, Münzen. So. Hey, komm her. Verdammt. Beinahe. Multisprung. Geschafft. Und Ende.
Ich will endlich wieder Erfahrungspunkte kriegen. Kommt schon. Will zumindest es noch zur neuen Bühne schaffen. So. Ah, verdammt! Warum muss der stehen bleiben? Komm. So. Multisprung. Hoppa. Zack und ausgenockt. Braucht man doch keine Verteidigung zu penetrieren. Geht auch so. Und volle Blütenpunkte. Bam, Treffer und versenkt. Oh! Da hinten, den muss ich mir sichern. Sprung. Multisprung. Hoppa. So, Angriff abgebrochen. Nein, Austausch. Margarita. Vor dir habe ich echt keine Angst. So. Dein Item will ich haben. So. Liebesgut. Dankeschön. Und tschüss. Ach ja, Nagarine, dafür habe ich dich echt gern. Um das zu tun. Schön Item klauen von den Gegnern. Haben wir jetzt noch ein Herzilein bekommen. So, wenn wir aber die nächste Ebene erreichen, also die nächste 10er Ebene, werde ich dann uns mehr Stärke geben. Oh, ich habe wirklich Stampfattacke gemacht. So, zack. Multisprung. Hoppa, hoppa. Dankeschön. Danke. Ich wollte eigentlich... Da. Welche Ebene sind wir? Oh. Gut. Ebene 40 kommt jetzt. Da können wir mal... Doch, jetzt mal unsere Orden ein bisschen umstrukturieren. Was können wir denn raus... Ja, das Geld nehme ich raus. Power Doubts. So, Sparblüte P brauchen wir nicht. Ich gucke gerade nur durch. Okay, ja, 5 Orden. Bringt ein bisschen Glück. Nö, das brauchen wir jetzt auch nicht. Power Doubts erst später. Ah, komm, rüsten wir uns den aus und rüsten hier 2 davon aus. Mal gucken, was wir für Items so finden. Vielleicht kriegen wir ja ein schönes Item. Bis jetzt sieht ihr aber nicht stärker aus als Gegner. Zwölf Schaden. Ich glaube, ich kann noch weiter mit dem Geld ordentlich hantieren. Ich rüste den Geldorden wieder aus, oder? Nee. Das ist Rauchpulver. Nö. Oh, die Big Bombs. Ich glaube, das sind die stärksten Gegner hier unten. Oh, das sind 4. Wie viel Life habt ihr? 6. Okay. Okay, das war wohl nix für euch. Na, dann lassen wir das mal so, wie wir es jetzt haben. Vielleicht finden wir ein interessantes Item. Können wir ja vielleicht mal umswitchen. Moment. Habe ich das drinne? Bevor ich jetzt da in den Kampf gehe, weil sonst wird das ein bisschen blöd. Ich glaube, ich muss mal ein Fortuna wegmachen. Kampfhut wegmachen. Mit 2. Habe ich den Eisprung drin?
Wo ist der denn? Ne, Eispower habe ich nicht drin. Okay, da muss eine Kampfwut raus. Ja, sonst haben wir hier ein kleines Problem. Weil wenn da mehrere Feuerfuzis sind, die kann ich nicht mit einem Schlag dann besiegen. Wir machen zwar jetzt mehr Schaden gegen die, aber halt ein bisschen Schaden allgemein weniger. Ba, ba, ba. Und tot. Na, wir kriegen trotzdem noch genug Geld. Da brauchen wir den Geldorden jetzt auch nicht unbedingt. Reicht schon. Aber ich könnte mal so einen Bro wieder gebrauchen, ne? Ein paar Etagen. Nee, du willst nicht. Oh, verdammt. Machen wir das eben so. Gute Nacht. Beinahe daneben. Die ganze Kulisse fällt auf dich, du weichst aus. Ist ja nicht so, dass da irgendwo eine Lücke dabei wäre. Nee, nur ein paar Stacheln. Ja, hast einen Hammer auf den Kopf und passt schon. Aber das sind, wenn man keine Orden ausgerüstet hat, sind das die ekelhaftesten Gegner, die man haben kann. Obla. Man kann nicht auf sie draufspringen. Muss irgendwie so von der Luft holen und danach mit Hammer bearbeiten. Wenn sowas wie Margarine nicht hat, dann haben die auch zu viel Verteidigung für einen. Ein Trockenpilz. Willst du mich veräppeln? So. Au. Gerade mein Hammer zücken. Oh mein Gott, er hat Schaden gemacht. Vorsicht ist geboten. Tatsache, ist wirklich Vorsicht geboten. Weil er zweimal Schwirrwarr dabei hatte, der Gegner. Ich muss wieder von Nagarina wegwechseln. Das ist mir doch zu gefährlich. Oh mein Gott, jetzt. Wir brauchen den Trockenpilz, aber sowas von. Schnell, geht zum Trockenpilz. Warte mal, erstmal schnell das Schnitt vergessen. Oh, den Ultrapilz müssen wir kurz wegwerfen. So. Ich muss den Trockenpilz jetzt unbedingt für Mario nehmen. Wir brauchen unbedingt die 1 KP. Ja. Wir haben gerade 20% unseres Lebens verloren mit einem Treffer. Das ist hart. Treffer. Wieder so viele. Pom, fall um. So. Und Multisprung. Hoppa, hoppa, hoppa. Ein Sternpunkt, dankeschön. Und da kriegen wir noch ein Herz. Oh mein Gott, da hätte ich den Pilz gar nicht verschwenden müssen. Verdammt. Habe ich eigentlich... Ja, ich habe gerade so in den Gedanken so ein Spiel gehabt. So, hatte ich überhaupt den Pilz wieder eingesammelt, den Ultrapilz? Aber ja, hab ich. Und mir fällt gerade auf, ich werde Zima wieder dermaßen. Aber ich wollte eigentlich ja bis zu 50 zumindest im ersten Part kommen, damit ich das andere jeweils auf 25, 25 so ungefähr aufteilen kann. Oder auf 30, 20, je nachdem wie hart die Gegner sind. So, welche Ebene haben wir? Okay, bis 50 kann man noch locker machen. Geht halt der erste Part so eine halbe Stunde. Bumm. Oh, was für eine Ansicht. Hallo Luigi, seh dich. Ne, ich mach bei euch da lieber Erdbeben. Bam. Und Kulisse, fall um. Fällt gerade auf, die Stacheln sind im Kampf nur aufgemalt. Was ist das öde? Ich hätte gedacht, man kriegt extra Schaden. Oh, kriegen wir auch genügend Blütenpunkte, um das wieder hochzuheilen. Sehr schön. So. Gut, Freunde. Wir sind jetzt hier an der Ebene 50. Damals haben wir hier aufgehört.
Aber von nun an geht das weiter. In der nächsten Episode werden wir die 50, ja, 50 Jahre, nee, falsch, so rum. Also, wir machen jetzt in der nächsten Episode ab den 50 weiter, also unbekanntes Gebiet für uns im LP. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für diesmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir, ja, weiter im Duellkeller vorschreiten. Also, bis dahin!